Hallo liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Ich freue mich, Ihnen heute in unserem neuen Format der Webcasts spannende Themen und Neuheiten aus der VAGO-Welt zu präsentieren. In diesem Webcast soll es um das Thema Steuerungstechnik gehen. Meine Kollegen Jens Krake und Kurt Rombach sowie ich, mein Name ist Christian Bartelheimer, wollen Ihnen heute das Thema näher bringen. Wenn Sie während des Webcasts Fragen haben, dürfen Sie diese gerne im Chat stellen. Wir werden diese dann beantworten. Wenn Sie den Webcast im Nachhinein schauen, dürfen Sie gerne unseren Support kontaktieren. Und nun wollen wir ins Thema starten. Wie bereits gesagt, befinden wir uns im Bereich der Steuerungstechnik. Ich möchte Ihnen zunächst das Thema gerne einmal einordnen. Auch wenn wir über Steuerungstechnik sprechen, gibt es weitere Webcasts, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und eine starke Verknüpfung haben. Da wäre zum einen die Touchpanel, die letzten Endes auch die PFC-Technologie, so gesehen die Software-Feature, integrieren. Das heißt, der zweite Teil unseres Webcasts ist auch für Leute, die sich mit dem Thema Displays auseinandersetzen, interessant. Zum anderen haben wir unser neues I/O-System Advanced. Auch hier haben wir PFC-Technologie integriert. Der zweite Teil ist also auch für diese Leute interessant. Nun möchte ich auf den Bereich der Steuerungstechnik etwas genauer eingehen. Neben den Ethernet-Controllern, die wir bereits seit 20 Jahren anbieten und bei denen wir aktuell die vierte Generation gelauncht haben, möchten wir heute auf die Controller PFC eingehen. Bei den PFCs haben wir ein sehr breites Portfolio, verschiedenste Varianten, um genau Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Für Ihre Use Cases und Ihre Anwendungsfälle können Sie jeweils das richtige Gerät aus dem Portfolio auswählen. Diese Geräte haben gemein, dass sie Linux als Betriebssystem mitbringen und dadurch vielfältigste Sicherheitseigenschaften direkt an Bord haben. Das Besondere an dieser Steuerungsplattform ist, dass wir ja, einerseits das Gerät als Automation Controller einsetzen können. Das heißt, Sie können eCockpit, unser hauseigenes Engineering, mit all seinen Möglichkeiten nutzen. Die vielfältigen Feldbusse, die wir im Angebot haben, die ganzen Konfiguratoren, all das, was Sie kennen, kann man mit genau dieser Plattform einsetzen. Eine weitere Möglichkeit, die Sie haben, ist, das Ganze als offene Steuerungsplattform einzusetzen. Hier können Sie dann auf am Markt etablierte Sprachen offene Standards aufsetzen. Hier wäre beispielsweise Docker zu nennen. Eine Technologie, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, die es sehr einfach macht, neue Funktionalitäten zu integrieren. Diese Möglichkeit haben wir halt auch bei unserer Plattform. An dieser Stelle ist es so, dass wir nicht nur die PFCs der Serie 750 im Blick haben können, sondern auch das neue I/O-System Advanced und wie angekündigt die Displays. Auch diese haben diese Möglichkeiten. Nachfolgend möchten wir Ihnen nun die Neuheiten präsentieren. Wir haben einerseits zwei neue Geräte im Portfolio, eines mit Mobilfunkmodem, eines mit 4 Ethernet-Ports und neue Software-Eigenschaften können wir Ihnen präsentieren. Wir haben die Möglichkeit, einen Bugnet-Stack auf die Geräte zu bringen, sowie den VAGO-eigenen OPC-UA-Server. Prinzipiell ist die Hardware ähnlich aufgebaut wie eines unserer beliebtesten Geräte. Wir haben auf der linken Seite hier einmal eine serielle Schnittstelle sowie zwei Ethernet-Buchsen. Dann ist es so, an der rechten Seite ist, wie schon bei dem Vorgängergerät, welches mit 3G am Markt ist, ein Modem. Man kann das leicht erkennen, denn es hat hier größere Lüftungsschlitze. Hier ist der Antennenanschluss und ansonsten es ist ein handelsüblicher PFC. Wir haben hier noch die LEDs zur Signalisierung. Ja, das ist eigentlich die Hardware. Ja, einerseits das Wort PFC suggeriert schon die ganzen Vorteile, die ich eben genannt habe. Die vielfältigen Möglichkeiten, die ich bei dieser Plattform habe, kann ich natürlich auch auf diesem Gerät hier nutzen. Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal zu anderen PFCs ist dann allerdings genau dieses LTE-Modem. Das heißt, ich kann die neuen Mobilfunkstandards nutzen, kann LTE einfach auf dem Gerät realisieren und somit auch in der PFC-Plattform. Das Besondere an unserem Gerät ist noch, gegenüber
anderen Lösung, dass es eine sehr kompakte Lösung ist. Dadurch, dass sich das Modem integriert ist, kann man sehr viel Platz sparen. Es ist ein hoher Sicherheitsstandard möglich, dadurch, dass die Verbindung hardwareseitig nicht trennbar ist. Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich möchte auch gerne erklären, warum. Das Tolle an der 5G-Infrastruktur, die ja gerade im Aufbau sich befindet, die ganzen Frequenzen werden vergeben, es sind noch nicht mal alle vergeben, ist aber, dass die 5G-Infrastruktur auch 4G unterstützt. Das heißt, genau genommen LTE unterstützt. Somit kann ich dieses Gerät auch unter einer 5G-Infrastruktur einsetzen und bin somit sehr zukunftssicher. Man muss generell auch noch betrachten, dass industriefähige Produkte und somit auch die Modems, die in diesem Gerät eingesetzt werden oder auch in anderen Geräten, dass die häufig natürlich mit Zeitverzug hinter Konsumerprodukten verfügbar sind. Somit wird es noch eine Weile dauern, bis auch industriefähige 5G-Produkte verfügbar sein werden. Ja, OPC-OA ist ja generell ein Thema, was in aller Munde ist. Es gibt am Markt viele verschiedene Standards und OPC-OA hat sich das Ziel gesetzt, vom Prinzip her der Standard zu werden. Man kann erkennen, dass das auch an vielen Stellen gelingt oder dass das voranschreitet. Und dementsprechend ist natürlich OPC-OA auch für WAGO ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und darauf wollen wir uns fokussieren. Wir wollen diese Technologie selber in der Hand haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man an diesem Thema arbeitet und das wollen wir tun. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine eigene Lösung zu kreieren, um auch die wichtigsten Feature nach vorne zu stellen. Ein Thema, was ganz, ganz häufig mit OPC-OA genannt wird und was aus unserer Sicht eine hohe Bedeutung in diesem Umfeld hat, was generell am Markt immer wichtiger wird, ist das Thema Security. Und in diesem Bereich können wir mit unserem eigenen Server ein sehr gutes Leistungsangebot bieten und das wollen wir halt forcieren. In unserer aktuellen Firmware ist ja der 3S-Server aktiv. Das soll vorerst auch so bleiben, denn wir wollen unsere Kunden bestmöglich dabei unterstützen, von einer auf die andere Lösung umzusteigen. Deswegen wird es ein Installationspaket geben, welches man über unseren Support und auch über die Website bekommen kann, welches man dann nachinstalliert. Dadurch ist dann der alte Server deaktiviert und der neue aktiv und kann eingesetzt werden. Hallo, mein Name ist Jens Krake. Ich bin Produktmanager im Bereich der Produktlinie Controller und HMI und ich möchte Ihnen die neue Steuerung 750-8210 vorstellen. Sie ist eine Ergänzung zu der erfolgreichen Baureihe PFC 200 Generation 2. Sie verfügt neben den generellen Technologiefeatures der Baureihe über 4 RJ45 Ethernet Ports mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Megabit. Die Besonderheit des 750-8210 und seiner Varianten ist, dass alle 4 Ports frei separierbar sind. Das heißt, ich kann mit allen 4 Ports in einem Netzwerk kommunizieren oder aber auch mit allen 4 Ports in 4 getrennten Netzwerken kommunizieren. Dabei ist jede Kombinationsmöglichkeit denkbar, so dass auch mit 2 Ethernet-Ports in dem einen und 2 mit Ethernet-Ports in dem anderen kommuniziert werden kann. Das geht ganz einfach. Und die Konfiguration möchte ich Ihnen gerne anhand des neuen Web-Based Management zeigen. Zunächst muss ich mich auf dem Anmeldebildschirm einloggen. Die Steuerung erkennt jetzt, dass ich mich mit dem Default-Passwort angemeldet habe und macht mich darauf aufmerksam, dass ich das dieses bitte doch ändern möchte. Das kann ich in dem Reiter Konfiguration, Users, neu einstellen.
Danach gehe ich auf das Menü Networking und stelle die Ethernet-Konfiguration neu ein. Wie Sie sehen, befindet sich das Gerät in den Default-Einstellungen und alle vier Ports sind der Bridge 1 zugeordnet. Das heißt, alle vier Ports sind geswitcht. Jetzt werde ich das Gerät so aufteilen, dass zwei Ports in dem einen Netzwerk und zwei Ports in dem anderen Netzwerk kommunizieren. In dem Bereich TCP/IP Configuration stelle ich dann die IP-Adresse für das neue Netzwerk ein. Dabei stehen mir alle Möglichkeiten zur Verfügung. In meinem Fall wähle ich eine statische IP-Adresse. Es wäre aber auch DHCP oder BootP möglich gewesen. Wichtig ist halt, dass die Subnet-Maske die Netzwerke separiert. Ich werde noch einmal aufmerksam gemacht, dass die Interface-Eigenschaften sich verändert haben, sodass ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dies noch korrigieren kann. Im Reiter Information sieht man jetzt auch, dass die Einstellungen übernommen worden sind und die zwei Ethernet-Ports unter der IP-Adresse kommunizieren können. Unter dem Reiter Security finde ich die Firewall, die sich jetzt auch um eine neue Bridge erweitert hat, sodass ich für jedes Netzwerk getrennt unterschiedliche Firewall-Einstellungen vornehmen kann. Das wäre jetzt schon die Konfiguration für zwei Ports, für 2x2 Ports. Nun werde ich exemplarisch noch eine dritte Bridge hinzufügen, damit Sie erkennen können, wie einfach es ist, dass das Gerät auch in drei verschiedenen Netzwerken kommunizieren kann. Dazu werde ich den Port X12 der Bridge 3 zuordnen und diesen dann in dem TCP/IP-Konfigurationsmenü eine neue IP-Adresse geben. Auch hier wähle ich eine statische IP-Adresse, die sich natürlich in einem anderen Netzwerk befinden muss. Und auch hier sehen Sie, dass ich für das dritte Netzwerk eigene Firewall-Einstellungen vornehmen kann. Auch hier wurde die dritte IP-Adresse übernommen und Sie sehen, wie einfach das Ganze ist. Guten Tag, mein Name ist Kurt Rombach, ich bin Produktmanager im Bereich Controller HMI und mein Thema für den heutigen Webcast wird Bugnet IP sein. In 2019 haben wir unseren ersten Bugnet IP Controller auf Basis des PFC 200 entwickelt. Der Controller hat die Revision 14, ist BTL gelistet und trägt für Deutschland das wichtige AMF-Testat. Im Vergleich zu unseren bisherigen Controllern hat der Controller eine größere Anzahl von Bugnet-Objekten
Und besonderes Highlight ist, dass ich über die WebVisio BugNet-Objekte in Tabellen anzeigen und eben auch verändern kann. Des Weiteren sind wir jetzt einen Schritt weiter gegangen. Wir sind jetzt bei der Firmware Version 16 und damit die Möglichkeit, BugNet-IP über Zertifikate in Controller einzuspielen. Das betrifft bei uns die Controller PFC 200 und Hivaro Touch Panel. Und wir haben insgesamt zwei Lizenzen ausgeprägt, mit einer geringeren, mit einer größeren Anzahl von BugNet-Objekten. Und in Kombinatorik mit den Geräten und den BugNet-Lizenzen ist es möglich, bis zu 26 BugNet-IP-Geräte auszuprägen. Des Weiteren haben wir auch für Bestandsanlagen die Möglichkeiten, BugNet nachzurüsten. Das ist ganz einfach. Die Geräte müssen ein Firmware-Update erfahren auf die Firmware 16. Und dann kann ich über die bewährten Tools, das ist bei uns das eCockpit oder das Vago Upload, die Lizenzen in die Geräte einladen. Und schon habe ich die Möglichkeit, BugNet-IP allein durch diese Lizenzvergabe auf dem Gerät in Bestandsanlagen auszuführen. Wir haben insgesamt drei nennenswerte Neuerungen. Das erste ist ein Add-on für eCockpit. Mit dem BugNet-Add-on habe ich die Möglichkeit, einfach BugNet-Objekte von I/O-Datenpunkte zu konfigurieren. Dazu gibt es im eCockpit die Möglichkeit, in der Steuerungskonfiguration Daten einzutragen. Und mit einer Aufrufschnittstelle kann ich in den Vago BugNet-Konfigurator reingehen und dort weitere Änderungen durchführen. Wenn ich das Ganze wieder zurück synchronisiere, habe ich meine Daten im eCockpit und ich habe so eine einfache Möglichkeit, BugNet-IO-Datenpunkte über eCockpit einzurichten. Das ist eine sehr einfache und effiziente Möglichkeit. Zweite Neuigkeit ist das Alarmhandling. BugNet selbst bietet Mechanismen, um Alarme zu erkennen und zu bewerten. Die werden über Event Notification an Clients versendet. Mit der neuen Firmware ist es möglich, dass der PFC 200 und auch das Vago Touch Panel Alarme auslesen kann und diese in einer Alarmtabelle darstellt. Somit ist es möglich, Alarme zu erkennen und eben auch zu konfigurieren bzw. eben auch zu quittieren. Und damit habe ich die Möglichkeit, lokal vor Ort, zum Beispiel in einer Lüftungszentrale, entsprechende Alarme zu quittieren. Kommen wir nun zum Trending. Wir haben einen Data Logger, der schon seit längerer Zeit bei Vago im Einsatz ist. Da handelt es sich um ein Web-Tool, was im Webbrowser aufgerufen wird. Und man hatte die Möglichkeit damit, Daten in einer grafischen Darstellung anzuzeigen. Das Tool bietet sehr viele Komfortfunktionen, so ist ein Zooming oder eine Skalierung möglich. Und wir nutzen jetzt dieses Tool, um BugNet-Trenddaten darzustellen. Diese BugNet-Trenddaten kann ich dann dementsprechend auslesen. Ich kann mir Informationen, Daten, Kurven anzeigen und ich kann sie weiter verarbeiten. Und so habe ich beispielsweise die Möglichkeit, in Anlagen vor Ort, zum Beispiel in einer Lüftungszentrale, mir Temperaturverläufe direkt anzeigen lassen zu können. In 2019 haben wir unser komplettes Vago BugNet-IP-Produktportfolio erneuert. Und auch in 2020 wollen wir neue Akzente setzen. Um dies nach außen zu zeigen, haben wir uns entschlossen, Goldmember bei der BugNet International zu werden. Wir wollen damit Zuverlässigkeit und Kontinuität nach außen spiegeln. Und wir wollen unseren Kunden ein fester Bestandteil sein bei der Lösungsfindung für neue Aufgaben und Projekte im Bereich BugNet. Damit sind wir jetzt am Ende unseres Webcast-Steuerungstechnik angelangt.